Leutenbach, heute sogar im Gewerbegebiet ein ruhiges Pflaster. Die ganze Scheiße sehen. Früher war hier der Hotspot der Szene. Ich möchte mal die ganze Sache sehen. Damals wie heute mittendrin der Leadsänger der Punkband Normal. Ihn besuche ich jetzt, Lars Beser. Haben Sie ein bisschen Zeit für mich? Ich muss gerade auf Baustelle, aber nehme ich halt mit. Ja, gern. Also. Ja, dass ich auch mal was sehen und was schaffen, gell? Frecher Dinger. Beser ist heute als Unternehmer verwurzelt in Leutenbach. Das hätte sich vor 40 Jahren auch keiner vorstellen können. Er wahrscheinlich am allerwenigsten. Warum immer noch Leutenbach? Ach, das ist eigentlich, man kommt immer wieder zurück. Also ich war natürlich auch viel unterwegs in der Welt. Ich habe ja auch, einen normalen Beruf gehabt, zum Beispiel auch in München. Also bevor ich jetzt Sanitär gemacht habe und Heizung, war natürlich auch mit Normal ja praktisch in ganz Europa unterwegs. Aber man ist immer wieder nach Leutenbach irgendwie zurückgekommen. Hier in Weiler zum Stein entstehen gerade direkt am Ortseingang neue betreute Wohnungen. Besers Firma macht die Installationsarbeiten. Er zeigt mir die Baustelle und erklärt mir die moderne Technik. Gas, Wasser, Heizung sind nicht mehr nur reine Flaschenarbeiten. Da stecke heute Hightech drin. Und zwei seiner 15 Mitarbeiter lösen gerade bei unserer Stippvisite ein kniffliges Rohrleitungsproblem. Danach hat er für mich eine Überraschung parat. Im Haus seiner Eltern zeigt mir Lars Beser den früheren Probenraum von Normal. Und ich sag's Ihnen, der riecht heute noch nach Protest, Auflehnung und das Establishment ärgern. Genau hier hat die Normal-Rebellion begonnen. Normal, Punkband, und du hast jetzt so einen soliden Beruf, fast schon spießig. Wie passt denn das zusammen? Ja, also wir sind ja, also in meinem Beruf bin ich erstens mal kein Spießer, ja. Also das ist, dafür gehört dann schon ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, dass Punk durchaus auch etwas ist, weil Punk war ja immer auch so eine Sache, wo man sich Selbstbestimmung sucht hat und sowas. Und ich glaube, dass Punk und spätere Selbstständigkeit und vielleicht auch sowas wie Handwerk eigentlich ganz gut zusammenpasst. Auch wenn man manchmal kein Punker mehr ist, aber hier drin ist man immer Punker, sein ganzes Leben lang. Lars Beser mit Normal in den 80er Jahren. Rebellische Jugend gegen alle Konventionen. Die Gruppe schreibt sogar deutsche Punkgeschichte. Ist laut, gibt laut. In der alten Ziegelei, direkt an der Ortsgrenze zu Winnenden, taucht Beser mit mir in die Vergangenheit ein. Heiße Phasen gab's hier in Leutenbach. Da brannte damals die Luft. Das war ja also eines der ersten selbstverwalteten Jugendzentren in ganz Deutschland hier. Aha. Das Winnender Jugendzentrum, und wurde dann später, als es dann praktisch geschlossen wurde, wurde es dann praktisch von uns, also von der Punk-Szene, dann auch nochmal besetzt, um dann praktisch dieses Jugendzentrum hier am Leben zu erhalten. Also es war schon, also wir waren da schon engagiert und wir waren da mit Sicherheit auch keine Salonpunkerler. Wie sich die Band Normal wohl unplugged anhört? Lars Beser hat mich eingeladen ins frisch umgebaute Lamm in der neuen Ortsmitte in Leutenbach. Ein kleines, feines Konzert für Freunde und die, die es werden wollen. Das Schöne an Normal ist, die habe ich auch schon in München gesehen. Also das ist ja nicht nur in Leutenbach und der Region bekannt, sondern auch in anderen Bundesländern. Wenn man von hier ist, ist man mit Normal aufgewachsen. Und deswegen freue ich mich, dabei zu sein. Weil man schafft beim Herr Beser. Und weil ich immer gesagt habe, das muss ich mir jetzt mal anhören, wenn es da in der Nähe ist. Das Publikum ist sehr brav, zumindest solange wir da sind. Die Normalveteranen sind alle nahe der 50 oder drüber. Und dennoch glaube ich, auch im Normalfan brennt noch der Rebellenfunke, so wie bei Lars Beser. Stimmt doch, oder?